Wir fokussieren uns heute auf die Wirbelsäule. Eine bewegliche, aber auch starke Wirbelsäule ist wichtig für alle. Wir sitzen schön aufrecht, Füße am Boden, wir spüren die Sitzhöcker von hier. Wir verlängern den Rücken. Mit der Einatmung strecken wir die Wirbelsäule ganz lang. Mit der Ausatmung versuchen wir den unteren Rücken, den unteren Bauch zurückzuführen, den unteren Rücken leicht in die Rundung bringen. Einatmen, wir heben das Brustbein, Blick hinauf, mit der Ausatmung leichten Katzenbuckel in den unteren Bauch zurückziehen und wiederholen. Wir können dabei die Hände auf den Oberschenkel halten oder zu den Seiten vom Sessel. Ich zeige die Übung von der Seite. Wir schauen, dass wir den Rücken nicht zu überstrecken, eher den Rücken ganz lang strecken. Mit der Einatmung die Schulter hinuntersenken. Mit der Ausatmung das Becken rollt leicht nach hinten, hinter unseren Sitzhöcker. Wir ziehen den unteren Bauch ein, machen einen leichten runden Rücken. Einatmen, wieder verlängern. Ausatmen, Bauch zurück. Noch zweimal. Einatmen, Rücken lang machen. Ausatmen, unterer Bauch spannen, runder Rücken. Ein letztes Mal noch. Verlängern. Und runder Rücken. Wir gehen weiter zur seitlichen Biegung der Wirbelsäule. Wir legen eine Hand auf der Seite beim Rippenbogen. Die andere Hand kommt hinter dem Kopf. Wir atmen ein zum Vorbereiten, machen uns lang. Und mit der Ausatmung, wir gehen rüber zur Seite. Mit der Hand drücke ich meinen Rippenbogen leicht zur Seite und ziele meinen Ellbogen zur Decke. Einatmen, kommt zurück. Ausatmen und wieder. Wir strecken, verlängern die ganze Seite. Einatmen, zurück zur Mitte. Ausatmen, wieder die Rippen öffnen sich wie ein Fächer und wir zielen den Ellbogen ganz lang zur Decke, während wir schön auf den Sitzhöckern ganz ruhig sitzen bleiben. Wir wollen das Gewicht nicht verlagern und mit beiden Sitzhöckern fest in den Stuhl drücken. Einmal noch, zurück zur Mitte, Seitewechsel, Hand zum Rippenbogen, die andere Hand hinter dem Kopf, streckst den Nacken lang, drückst den Kopf leicht in die Hand hinein, einatmen, lang machen, ausatmen, einen langen Bogen zur Seite, Ellbogen zur Decke zielen, zurück einatmen und wieder ausatmen zur Seite. Es reichen 3 bis 5 Wiederholungen pro Seite. Wichtig, die Atmung fließt. Wir wollen auch hier die Lungen in den Rippenbogen schön bewegen. Einmal noch. In die Mitte zurückkommen. Wir gehen zur letzten Übung, die Drehung der Wirbelsäule. Entweder können wir unsere Hände bei den Schultern einschränken, Hände zu den Schultern oder Hände hinter dem Kopf. Ich suche mir diese Variante aus. Einatmen, wir strecken uns ganz lang und mit der Ausatmung drehen wir mit dem Oberkörper zur Seite. Wir schauen hinter uns, zurück zur Mitte. Einatmen, ausatmen und in der Drehung zurückschauen, zur Mitte zurück. Wir achten währenddessen, dass die Füße fest am Boden bleiben, das Gewicht auf beiden Sitzhöckern bleibt. Wir drehen uns nur vom Rumpf heraus, vom Oberkörper heraus drehen. Einmal noch. Zurück zur Mitte. Auslockern. Und am Ende können wir einfach einen Rolldown machen. Die Wirbelsäule nach vorne beugen. Schulternacken hängen lassen. Und dann langsam wieder aufrichten. Und zurück im Sitzen kommen.